Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, werte neue Mitglieder der Bundesregierung, werte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauerinnen und Zuschauer, lassen Sie mich ganz kurz einleiten, auf Bezug nehmen auf die Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Eben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, war das ein Appell, nicht jedes Wort des Herrn Klubobmann Kickl auf die Waagschale, glaube ich, haben Sie gesagt, zu legen. Das heißt, ist das ein Appell gewesen, dass wir die Worte des Herrn Klubobmann einfach nicht ernst nehmen sollen? Dem folge ich sehr gerne. Ich glaube, das ist der einzige Weg, der uns übrig bleibt. Also, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, werte Minister, werte Mitglieder der Bundesregierung, ich weiß, könnte bitte diese Aufgeregtheit im Sektor der FPÖ vielleicht ein Ende nehmen. Es ist wirklich anstrengend. Ich glaube, wir haben derzeit eine sehr, sehr heikle Situation in Österreich und die betrifft alle Politikerinnen und Politiker. Denn mit diesem Chaos, mit dieser Regierungskrise einhergeht ein unglaublicher Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Politik an sich und Politikerinnen und Politiker. Und es mag Ihnen egal sein, mir ist es nicht egal, welches Bild wir auch als Hohes Haus hier der Bevölkerung darstellen nach außen. Und da appelliere ich an Sie, werte Mitglieder der FPÖ, reißt euch einfach einmal ein bisschen zusammen. Das wäre wirklich wunderbar. Und es ist ein Chaos, das herrscht. Viele Menschen sind verunsichert. Viele Menschen fragen sich, ist diese Regierung überhaupt noch fähig, zusammenzuarbeiten nach all dem, was passiert? Wie geht es weiter? Viele haben das Vertrauen verloren. Natürlich auch und gerade nicht nur in Stabilität. Stabilität als Gegenpol zum Chaos. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Aber vor allem auch in die Tatkraft. Weil was wir jetzt brauchen, ist nicht Stabilität in dem Sinn, dass es halt einen Führungsanspruch gibt, dahingehend ein Amt zu begleiten und halt nicht wählen zu gehen, Frau Kollegin, sondern vor allem Tatkraft, Handlungsfähigkeit, Verlässlichkeit, nicht nur, aber gerade auch in diesen Zeiten, wo es darum geht, die Pandemie zu bekämpfen. Und ich habe das gerade vorher gesagt, wir alle tragen eine Verantwortung dafür, für diese Verlässlichkeit zu sorgen, für das Vertrauen zu sorgen, aber auch für die Tatkraft zu sorgen. Das ist eine Verantwortung, der wir gerecht werden müssen, tagtäglich. Als direkt gewählte Mandatarinnen und Mandatare hier in der gesetzgebenden Körperschaft, die auch die Mitglieder der Regierung tagtäglich gerecht werden müssen als Mitglied der Exekutive. Und wo ich auch ganz bewusst heute sage, es ist notwendig, dass wir zusammenarbeiten. Gesetzgebung und Exekutive und die Verwaltung. Opposition und Regierungsparteien, Parlament und Regierung. Denn wir sind in einer schwierigen Situation und Verlässlichkeit und Vertrauen herzustellen, geht ausschließlich, indem man sich gemeinsam an einen Tisch setzt und alles daran tut, wieder in Handlungsfähigkeit zu kommen. Was zu tun ist, ist klar. Es ist zunächst einmal das entschlossene Vorgehen gegen diese Pandemie. Und ja, wir wollen da endlich raus. Ich glaube, es geht allen so. Es ist eine unfassbare Müdigkeit da. Es ist eine Pandemie-Müdigkeit da. Es ist eine Lockdown-Müdigkeit da. Es ist schon wieder die Frage für wirtschaftliche Existenz. Es sind natürlich auch psychische Probleme und finanzielle, wirtschaftliche Probleme, die handfest und manifest sind tagtäglich, die die Menschen langsam verzweifeln lassen. Daher ist es ja so notwendig, hier an einem Strang zu ziehen und rauszukommen, damit wir diese Müdigkeit überwinden und Zuversicht bringen, Zuversicht in die Tatkraft und Handlungsfähigkeit der Politik, gerade auch in solchen Zeiten. Dass es hier notwendig ist, in dieser pandemischen Situation Freiheiten einzuschränken, das wissen wir jetzt schon seit vielen, vielen Monaten. Aber uns NEOS ist es immer darum gegangen, und das sage ich erneut, weil es mir so wichtig ist, dass wir nicht die Freiheit an sich begründen, sondern immer nur die Einschränkung der Freiheit. Und das soll bitte auch Leitmotiv weiter sein. Nicht die Freiheit muss begründet werden, sondern immer die Einschränkung der Freiheit. Und jede Einschränkung muss verhältnismäßig sein und zweckmäßig sein, und um ein Ziel zu verfolgen oder auch zu erreichen. Und da komme ich zum Thema der Impfallianz. Herr Klubobmann, hören Sie doch auf, hineinzuschreien. So viele Menschen, Sie reden immer davon,
so viele Menschen, es werden immer mehr. Wissen Sie, welche Art an Menschen immer mehr werden, die mir schreiben, wie extrem sie sie finden? Dass das nicht in Ordnung ist, dass man aufruft zu Gewalt, aufruft dazu, ja, sie haben meines Erachtens sehr wohl implizit zu Gewalt aufzurufen. Das taugt den Menschen nicht mehr. Die wollen, dass wir gemeinsam hier arbeiten und rauskommen. Nennen Sie mir einen konstruktiven Vorschlag von Ihnen in den vergangenen Monaten. Sie wissen, wir haben oft auch Sie unterstützt, wenn es darum geht, zu kritisieren, dass Freiheitseinschränkungen überschießend sind. Aber sagen Sie mir einen einzigen machbaren Vorschlag, der von Ihrer Fraktion gekommen ist. Sie reden von Freiheit und meinen eine Freiheit, die fast schon kindisch ist, ohne Verantwortung. Sie reden von Wahrheit und wissen nicht einmal, was Wissenschaftlichkeit ist. Und Sie reden von Demokratie und verachten die schweigende Mehrheit, die es satt hat, dass Sie so viel Verunsicherung und Demagogie in unser schönes Land bringen. Das ist die schweigende und immer mehr werdende Mehrheit in dem Land, die das einfach satt hat, dass es hier einen Geist gibt, der stets verneint und nicht gemeinsam daran kämpft, dass wir hier rauskommen. Und da spreche ich jetzt die Impfallianz an. Schließen Sie sich doch an. Machen wir gemeinsam den Schritt aufzurufen und Vertrauen zu schaffen in Richtung Impfung. Sehr, sehr gerne. Denn eine Impfpflicht, die wir heute vorgestellt haben, ist immer nur Ultima Ratio. Aber es ist ganz, ganz wesentlich, dass die Freiheit des einen dort ein Ende hat, wo die Freiheit des anderen aufhört. Und dass wir eine Schutzfunktion haben, die ist ganz, ganz wesentlich. Und dieser Verantwortung kommen wir jedenfalls nach. Ich denke aber, dass es über dieses Pandemie-Management hinaus eine ganz große Verantwortung gibt für Tatkraft und Handlungsfähigkeit. Ich bin davon überzeugt, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass unser Land in den vergangenen Monaten schmerzhaft gesehen hat, wo Schwachstellen im System sind, wo Verwaltung nicht gut funktioniert, wo wir zu wenig Gerechtigkeit haben, wenn ich an die Bildung denke, wenn ich den Bildungsminister anschaue. Ich glaube, dass ein Regierungsprogramm, das vor der Pandemie geschrieben wurde, ernsthaft überdacht werden muss, weil wir in so vielen Bereichen gesehen haben, was nicht funktioniert. Und zuletzt, nicht zuletzt, aber auch die budgetäre Situation, Herr Finanzminister, eine ganz andere ist. Es muss doch endlich Schluss sein mit koste es, was es wolle. Und es muss auch damit Schluss sein, Herr Vizekanzler, ich habe Ihnen zugehört, es war nicht ganz leicht, muss ich zugeben, Ihnen die ganze Zeit zuzuhören, aber es muss doch damit Schluss sein, Wirtschaftspolitik, tatkräftige Wirtschaftspolitik zu verstehen als Förderpolitik. Das ist doch keine zukunftsträchtige Politik, die wir in unserem Land brauchen. Wir brauchen eine sehr tatkräftige, mutige, innovative, in die Zukunft gerichtete Wirtschaftspolitik, die vor allem jetzt dafür Sorge trägt, dass Innovation wieder Einzug hält in unserem Land, dass Unternehmer unternehmen können und nicht daran gehindert werden. Wir sollten jetzt über Liberalisierung und Deregulierung sprechen und vor allem auch sämtliche Bürokratiemonster beseitigen. Dinge, die vielleicht vor ein paar Monaten nicht so akut geschienen haben. Aber ich glaube, dass es heute notwendiger ist denn je zu sagen, dieses Drehen an kleinen Schräubchen, und es sind viele kleine Schräubchen, die Sie drehen wollen, das reicht nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Ich möchte eine echte Debatte darüber, was Gerechtigkeit in unserem schönen Land bedeutet, was Chancengerechtigkeit bedeutet, was Leistungsgerechtigkeit bedeutet, was es bedeutet, allen Menschen alle Chancen zu geben. Und das muss der Anspruch sein für eine wirklich tatkräftige Bundesregierung. Dafür reichen wir auch die Hand, immer wieder. Aber dafür braucht es weit mehr, als ich, was ich heute vernommen habe. Ein Festhalten an einem Programm von vor Jahren, das ist reine Makulatur. Es braucht den Mut, auch Reformen anzugehen, die durchaus unangenehm sind, die uns aber in die Zukunft führen. Dafür wären wir bereit. Wenn Sie es nicht bereit sind, dann halte ich es für notwendig, dass man mittelfristig den Wähler und die Wählerin auch wieder befragt. Danke sehr.